Die Natur ist wie ein Spiegel, so wie jetzt. Alles liegt im Nebel und so ist es manchmal auch bei uns. Dann ist unklar, was wir wollen, was wir können. Und dann gilt es, diesen Nebel zu lichten. Das ist die Arbeit. Dieses Buch ist eine Einladung, hinauszugehen in die Natur. So wie es alle großen spirituellen Meister vor uns gemacht haben. Denn die Natur ist eine Lehrerin, die erste Lehrerin, die wir haben. Mose ist hinausgegangen, Elia, Johannes der Täufer, Jesus, Franz von Assisi, Hildegard von Bingen, die alle wussten das. Warum haben wir es vergessen? Wildnis ist ja das, was aus sich heraus lebt. Wildnis ist das, was aus innerem Wissen heraus lebt, ohne dass wir die Kontrolle hätten. Und so ist das Buch auch eine Einladung, das Christentum noch einmal neu zu entdecken. Das Christentum mit seiner ungezähmten und wilden Seite. Gott ist Mensch geworden. Und es ist eine Einladung zu leben, kraftvoll, mit Begeisterung und das eigene Potenzial zu entfalten. Und im Grunde entstaubt dieses Buch nur die uralten Wegweiser, die wir schon lange kennen.